Herzlich willkommen zurück zur Schlagzeilenrevue mit Martin. Und Martin. Schön, dass du wieder da bist, Mann. Geht mal also. Was war los? Naja, was war mit dir los? Ich war immer da. Ich war immer da. Ich mein, am Planeten zumindest. Richtig. Also viel Zeit habe ich nicht gehabt. Ja, ich leider auch nicht. Aber nachdem wir so ein großartiges Feedback und diese Bittgesuche im fast Kilo-Bereich zugeschickt gekriegt haben. Hat der Postler auch schon gejammert? Jeden Tag ist er umgeschaut und hat gleich bei dir. War schon mühselig. Wir sind zurück, Leute. Das ist die 31. Episode der Schlagzeilenrevue. Weißt du, was mich überzeugt hat? Nein. Der Geschenkkorb von der Heute. Was war los im Staat Österreich? Naja, die Woche das bestimmende Thema, die Kassareform. Ministerrat am Dienstag, die Regierung legt die Kassareform vor. Du hast sicher gelesen. Ja, ist doch eine tolle Sache, oder? Mhm. In der Zeitung steht, heute wird Kassareform punktiert. Wer gewinnt denn eigentlich bei der Kassareform? Ich nehme an, wenn es funktioniert, die Parteien, weil es sagt dann, dass sie was weiterbringen. Naja, in der Zeitung steht, wird der Spaß. In welcher Zeitung? In der Heute natürlich. Natürlich. Ja. Wird das Sparziel geschafft, der Steuerzahler? Bis dahin habe ich es verstanden und dann wird es frech. Wieso? Vorerst internationale Beratungsunternehmen, die diese Fusion begleiten. Okay. Ein Millionengeschäft für die nächsten Jahre. Also eins ist schon fix. Bei der Kassareform gewinnen die Beratungsorganisationen. Wenn wir einen Klick haben, sparen wir uns ein bisschen was. Oder es wird sauteuer. Nein, wir sparen uns sicher was. Die Regierung tut Gutes für uns. Weißt du eigentlich, was punktieren hast? Punktieren? Ja. Ich hätte mal spontan gesagt, Punkt 1 ist das, Punkt 2 ist das, Punkt 3 ist das. Also bei der Gesundheitsreform, punktieren zu verwenden, heißt für mich, und ich habe nachgeschaut, mit einer Kanüle ins Gewebe einstechen und Flüssigkeit entnehmen. Also die Kassareform, die wird wehtun. Aber es ist passend. Eindeutig. Es ist ein Hoch an dem Redakteur. Heute eben. Heute eben. Ja, Martin, und was war in der Woche mit Trump? Naja, wir waren jetzt fast 6 Wochen weg. Ja. Das ist die wichtigste Nachricht einmal. Keine Ahnung. Trump ist immer noch da. Achso, ja, genau. Und sonst? Er hat sich nicht verändert. Na Gott sei Dank. Ich habe in Bezug auf seine Frau. Okay. Also ich glaube, er weiß, dass er verheiratet ist. Mhm. Ich glaube, er weiß, dass er eine Frau hat. Aber er ist sich nicht, wir wissen ja, dass er sich nicht immer sicher ist, ob sie gerade rund um ihn herum steht. Meinst du das mit dem Flugzeug, wo sie entschuldigt hat, dass sie nicht dabei war und sie stand nicht mehr? Genau. Okay, ja, ja. Und jetzt weiß er wieder mal nicht, wie es heißt. Was? Sie hat sich nämlich einen Nieren-OP gehabt, jetzt gerade. Okay. Und er hat dann auf Twitter geschrieben, dass der Melanie wieder gut geht. Aber die heißt doch anders. Sie heißt Melania. Bei jedem anderen hätte ich gesagt, das war die Autokorrektur, aber... Eben, ganz genau. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Was hast du gelernt die Woche? Ja, also die niederösterreichische Landeshauptfrau, die Mikl-Leitner. Mama. Ja. Sie ist lieb. Kein Zweifel. Aber sie muss nur lernen. Ja, sie ist noch nicht so lange im Business. Also genau, also. Politik und so. Die Woche hat sie einen Fehler gemacht, das war dem Erwin nie passiert. Okay. Ja. Ein bisschen Autobahn in Niederösterreich, also die Waldviertler Autobahn. Nennt sie jetzt Europaspange. Okay. Erstens einmal, kennt in Europa, kann er wahrscheinlich das Waldviertel. Und in Österreich mit Europa als Positivbegriff zu werben, das war dem Erwin nicht passiert. Der hätte wahrscheinlich krass gemacht, Niederösterreich Boulevard. Nee, sie bringt frischen Wind ein. Sie lernt. Du machst es schon gut. Wird schon. Es wird schon. Wird schon. Und der Erwin hin und wieder helfen. Ganz sicher. Und okay. Was hast du gelernt? Du, ja, ich glaube, ich bin an einer megamäßigen
Verschwörung auf der Spur. Was ist passiert? Ich glaube, dass die Zuckerlobby, wir alle wissen ja, dass es eine Zuckerlobby gibt. Ja, ja, klar. Genauso wie es eine Waffenlobby gibt. Ja. Und Zucker ist ja gerade, jeder redet drüber. Ja, du weißt aber, die Zuckerlobby bringt in Europa mehr Leute um als die Waffenlobby. Und sie wird nur mächtiger jetzt. Genau. Weil die ganzen Supermärkte fangen jetzt an, schrauben Zucker zurück. Manche Länder verbieten es in Getränken und so Zeug. Und die machen es jetzt so wie die Autoindustrie und schummeln bei den Mengenangaben oder was passiert? Das sicher. Das sicher. Aber sie gehen einen Schritt weiter. Was? Sie verbünden sich. Mit wem? Mit eben jener Lobby, mit der Autolobby. Na, wie geht das? Ja, indem sie jetzt einfach anfangen, aus Zucker Autos zu machen. Na, geht ja gar nicht. Nein. Was, wie soll das gehen? Die machen aus Zucker so ein Plastik. Ja. Mit Fasern und so Zeug. Ja. Und daraus bauen sie Autos. Mhm. Und der Catch bei dem Ganzen ist, am Ende der Lebensdauer von den Autos kannst du zu 100% recyceln. Und das will ich mein Kaffee? Nein, mit auf das fährst du nachher auch. Okay, da gehe ich ins Autohaus rein und sage, der Porsche ist süß. Genau. Cool. Tja, so schaut es aus. Die Autos werden immer süßer. Schaut so aus. Das war's. Wir sind zurück. Stärker denn je. Ja. Gut, das ist an euch zu entscheiden. Ja. Danke fürs Reinschauen. Ja, und falls ihr uns regelmäßig mit so Geschenkkörben motivieren wollt, gerne. Genau. Schreibt uns ein PM, dann schicken wir euch unsere Adressen und so. Ja, aber zweimal bitte, gell, weil er ist ja so viel, bleibt mir nichts über. Hey. Schaust übrigens gut aus. Ja, ja, du auch. Danke. So, wir tragen jetzt die Kamera ab, damit ich an. Also wenn jetzt keine Sendung mehr kommt, das war das Geständnis. Pst. Geht euch. Ciao.